So, herzlich willkommen zur nächsten Live-Session von Cybert Media. Ich schalte hier gerade mal den sozusagen neuen Screen ein. Viertel nach 11, Donnerstag, wie jede Woche. Leider war er letzte Woche nicht da, weil ich auf einem Strategie-Meeting war und das ging von dort aus nicht. Deshalb ist letzten Donnerstag leider ausgefallen. Aber in Zukunft auch wieder jeden Donnerstag um Viertel nach 11 gibt es eine Live-Session von Cybert Media. Heute habe ich den Matthias Rauer mit dabei. Hallo. Und freue mich sehr. Der hilft uns nämlich sehr viel beim Marketing von Cybert Media, darüber wollen wir heute sprechen. Blogging im Unternehmen. Richtig. Und das Thema kam ja so ein bisschen von dir. Vielleicht kannst du es so ein bisschen umreißen. Ich erzähle noch mal ganz kurz was zu der Live-Session an sich. Wenn Sie das sehen, haben Sie vermutlich den Großteil schon richtig gemacht. Ich zeige noch mal ganz kurz. Also, wenn man in die Adresszeile des Browsers eingibt, cybert.biz/live, kommt man auf dieser Seite hier raus. Und wenn man da ein bisschen nach unten scrollt, dann erscheint hier dieses Live-Video. Es dauert ein bisschen, manchmal gibt es am Anfang eine Werbung, aber sobald man hier unten, am besten wenn man hier unten auf Play drückt, kann man dann auch sehen, was wir gerade zeigen. Und hier in der rechten Seite muss man so ein Capture eingeben und kann dann mitchatten. Also wenn Sie irgendwie eine Frage haben, dann können Sie das einfach in den Chat schreiben und der Matthias und ich sehen das dann hier. Ich schreibe gerade mal was in den Chat rein. Und helfen dann dabei und unterstützen sie bei ihren Fragen und versuchen dann immer darauf einzugehen. Hier unten stehen immer die nächsten Termine, also heute von 11:15 Uhr bis 12 Uhr Blogging im Unternehmen, wie man Schreibblockaden im Unternehmen überwindet, stellt der Matthias Rauer vor. Ich bin so ein bisschen mit dabei und red rein. Nächste Woche geht es dann um Aufgabenmanagement mit Taskdoc für Confluence und so weiter und so fort. Die nächsten Termine stehen jetzt hier noch nicht fest, aber es wird immer donnerstags um Viertel nach 11 sein. Ja, okay, dann Matthias, vielleicht steigen wir einfach mal ein. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuschauern, was wir sozusagen heute machen wollen. Es geht uns darum, wir betreiben seit 5 Jahren ungefähr mit Cybert Media einen Corporate Weblog. Und dieser Blog hat sich inzwischen zum für uns doch wichtigsten externen Kommunikationskanal entwickelt. Mit wirklich vielen Nutzern, die das sehen, viel Feedback und vielen Interessenten, die wir über unsere Bloginhalte generieren. Kennst du die Zahlen genau? Wie viele Also Besucher haben wir da im Monat das oder? ist zwischen 10.000 und 15.000 ungefähr und Visits oder ja, Unique Visits oder Visits, was? genau. Und wir generieren da eben auch viele Interessenten Und da gibt es auch und dauerhafte potenzielle Leser, die so Kunden. ein RSS-Feed abonniert haben. Weißt du, wie viele das sind? Nee, das kann ich jetzt Ich nicht glaube, ich genau weiß, sagen. es müssten irgendwie so 670 oder 680 sein, also die dann halt immer die aktuellen Nachrichten schicken. Außerdem schicken wir einen Newsletter aus dem Weblog, ja? Genau. Und wie viel geht der? Kann man. Hier unten ist ja so Muss eine ich mal schauen. Leiste, können wir gerade mal nachschauen. Eigentlich ist es jetzt nur zweitrangig, aber man sieht daran, dass es ja alles durch den Weblog auch passiert. Und hier gibt es dann, ach so, den haben wir gar nicht mehr einge. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier oben cyber.biz/newsletter eingebe, dann können Sie sich da zum einen anmelden. Oh, ich habe hier, glaube ich, Moment mal, es gibt doch hier sogar so eine Einblendung. Da kann man es nämlich sehen, genau. Cyber.biz/newsletter geben Sie ein und dann sehen Sie, also Sie sind da nicht alleine, sondern es gibt 3.352 andere Leute, die auch schon unseren Newsletter empfangen. Es sind ein paar Vorteile des Abonnements dargestellt. Aber eigentlich wird da auch nur dargestellt, was auch im Weblog veröffentlicht wird, gell? Was im Weblog veröffentlicht wird, im Microblog veröffentlicht wird. Und Newsletter-Subscription lohnt sich besonders, weil wir den Newsletter gerade relaunched haben und der kommt jetzt in einer besonders schicken Ja, wobei, tollen neuen es ist Version ja gleich demnächst. der 1.10. Bis dahin wird es vermutlich noch nicht geüben, sagen, ja? Na okay, Also es vermutlich aber dauert es ist noch bald bis. soweit. Ja, okay. Gut, also es geht um unseren Weblog. Wir haben eine Agenda vorbereitet, die können wir mal ganz kurz vorstellen. Ich rufe die hier auf und dann musst du noch mal kurz darstellen, Matthias. Ja, also wir möchten mal kurz zum theoretischen Teil darstellen, was ein Weblog einer statischen Website eben voraus hat und welche Potenziale ein Weblog für ein Unternehmen wie Cybert Media hat und sicherlich auch für viele andere Unternehmen haben kann. Das wollen wir theoretisch darstellen und uns im zweiten Teil einfach mal in unsere Blog-Instanzen einloggen.
vielleicht kurz einen Abstecher machen, wie Artikel für den Unternehmensblog entstehen. Aber da haben wir auch eine schöne. Ja, gibt es so eine Grafik, die du vorbereitet hast? Das haben wir mal. Da gab es, glaube ich, auch mal einen Weblog-Artikel zu. Gell? Wie entstehen eigentlich Weblog-Artikel bei Cybert Media? Woher kriegen wir die Ideen? Genau. Wie operationalisieren wir das? Das kann man sich auch später noch ansehen. Ja, gucken wir uns später an. Und wir wollen uns unsere Blogging-Instanzen, die wir mit WordPress betreiben, einfach auch mal von innen ansehen, um zu zeigen, wie intuitiv und nutzerfreundlich das alles funktioniert. Mhm. Und dann haben wir auch so ein bisschen internes Blogging, sowohl mit WordPress als auch mit Microblogs. Und haben wir auch noch einen öffentlichen Microblog, können wir so reinschauen. Grundsätzlich vom Vorgehen her, also zuerst Theorie, warum machen wir das eigentlich, was sind die Vorteile? Ein paar Ergebnisse haben wir schon genannt, also so zwischen 10.000 und 15.000 Leute, die im Monat auf unseren Weblog kommen, knapp 700 Leute, die den RSS-Feed abonniert haben, knapp 3.500 Leute, die den Newsletter bekommen. Das sind sozusagen Ergebnisse direkt, aber so ein paar Vorteile, die wir dabei sehen, wollen wir dann theoretisch aufgreifen. Dann zeigen wir das Ganze in WordPress, wie wir da arbeiten täglich. Und erklären vorher auch in dem theoretischen Teil noch ein bisschen, wie wir eigentlich zu den Ideen kommen, wie das operationalisiert wird. Und dann noch so ein bisschen am Rande Microblogging. Es ist 11.20 Uhr, also 40 Minuten noch. Und dann gehen wir doch mal los mit der grauen Theorie sozusagen. Blogging als externer Kommunikationskanal. Was heißt denn das für uns? Also zunächst meinen ja viele Unternehmen, vielleicht eine Website betreiben oder gerade eine Website relaunched haben. So, das reicht jetzt erstmal für unsere externe Kommunikation. Die Leute können hier sehen, was wir machen. Was coole wir tun, Webseite, tolle und so weiter. Genau. Aber diese Website ist statisch und die kann man nie in einem Maßstab verändern und sein Wissen transportieren und Neuigkeiten transportieren, wie das mit einem dynamischen Kommunikationskanal wie einem Blog funktioniert. Aber das artet ja dann schon richtig in Arbeit aus. Gell? Das artet in Arbeit aus. Und wir möchten auch zeigen, warum sich die Arbeit lohnt. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie einen Trick hätten und sagen könnten, Mensch, ihr braucht da gar keine Zeit zu investieren und das geht alles von selbst. Wer einen Unternehmensblog betreibt, der muss sich darüber klar sein, dass erstens die Bereitschaft bestehen muss, Wissen zu teilen, womit sich möglicherweise auch manch jemand schwer tut. Das ist mein Herrschaftswissen als Unternehmen, davon lebe ich. Da könnten die Konkurrenten das angucken und können das auch benutzen. Und das muss ebenso klar sein, dass dauerhaft Ressourcen gebunden sind. Ja, okay, alles klar. Wir haben jetzt ein paar Potenziale dargestellt. Bindung von Lesern, Interessenten und Kunden durch regelmäßig erscheinende hochwertige Inhalte. Ich denke, das spricht für sich selbst. Also wenn man Sinn macht das eigentlich ja nur, wenn man bloggt, wenn man auch guten Inhalt hat. Ja, das heißt also, wenn Sie einfach irgendwas schreiben, es gibt so Plattformen wie Textbroker oder sowas, textbroker.de, für diejenigen, die nur SEO machen wollen, also die einfach nur Inhalte haben wollen, die gefunden wird, da schreibt dann irgendjemand für 3,50 Euro eine Seite Text, die will nur anschließend auch keiner lesen. Ja, also das heißt, also hochwertiger Content ist schon wichtig und wir kommen dann gleich auch nochmal in diesen Prozess, wie wir es schaffen, dass sozusagen unser Wissen von den Leuten, die eigentlich gar keine Zeit zum Bloggen haben, zu dir kommen, damit du das operationalisieren kannst. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg, den viele Unternehmen heute noch nicht sehen oder auch nicht gehen können, wo man dann ja, sich halt überlegen muss, wie kriege ich denn das Wissen zu denjenigen, die dann auf den Blog schreiben können. Ja? Gewinnung und Überzeugung von Interessenten, vielleicht gehen wir einfach mal gemeinsam durch, die Liste sind ja nicht so viele Punkte. Gewinnung und Überzeugung von Interessenten, da bist du ja als Vertriebsleiter, kannst das ja am besten erklären, wenn dich ein Kunde anruft, der interessiert sich für Firmenwikis oder der interessiert sich für Aufgabenmanagement. Und da hast du ja die Erfahrung gemacht, dass vielfach... Ich kann es selber erzählen. Also, es kommt ganz häufig vor, dass Leute uns anrufen und sagen, hey, Herr Seibert, ich lese schon seit 2 Jahren Ihren Weblog. Ja, und dann sage ich, oh, das ist ja toll. Aber ich wusste das sozusagen gar nicht. Ja, also, es gibt ganz viele Leute, die so latent daran teilnehmen, die latent auch sich bei uns informieren und die dann auch irgendwann auf uns zurückkommen und sagen, hey, ich habe, letztens hat sich ja jemand gemeldet, den haben wir, glaube ich, in den Kundenstimmen auch, der sagt, ja, mir ist es so ein bisschen unangenehm, weil ich verkaufe genau das Gleiche wie Sie und ich lese immer Ihren Weblog. Ja, und dann greife ich sozusagen Ihr Wissen ab, aber ich bringe Ihnen ja gar kein Geld und deshalb wollte ich Ihnen zumindest mal eine E-Mail schreiben und sagen, wie toll ich das eigentlich finde. Also es ist viel auch intransparentes Marketing, wo man nicht genau sehen kann, wer hat denn das jetzt genau gelesen und was hat das genau gebracht. Das schon, aber
Andererseits gibt es dann natürlich auch Interessenten, die rufen an und sagen, sie brauchen mich nicht mehr zu überzeugen. Ich weiß, dass sie da kompetent sind und sich damit auskennen. Ich lese ihren Blog. Und sie müssen da zunächst erstmal schon keine Überzeugungsarbeit mehr bei mir leisten. Richtig. Die muss ich vielleicht intern noch leisten, aber... Also zu uns passt es auch sehr gut, weil wir keine kostenlosen Vorleistungen erbringen. Und insofern ist es natürlich wichtig, das Vertrauen zum Kunden zu stärken und auch darzustellen, dass man kompetent ist. Und da hilft uns dieser Weblog natürlich sehr, weil wir da viel Fachinformationen, die wir haben, darstellen und präsentieren können und die Leute das dann ganz anonym, unverbindlich lesen können und nur, wenn ihnen das gefällt, das auch sozusagen aufgreifen und mit uns in Kontakt treten können. Etablierung als Wissensträger. Dazu gehört das ja eigentlich eben auch schon. Und wir haben zum Beispiel jetzt eine Reihe von Artikeln auch, die bei Wikipedia verlinkt sind und gibt häufig Links von fremden Websites. Ja, wir bekommen auch Anfragen von Leuten, die unseren Blog gelesen haben, ob wir für dieses Fachmagazin oder so mal einen Artikel schreiben möchten. Wir haben schon in der Doc veröffentlicht, schreiben jetzt einen Artikel fürs E-Commerce-Magazin. Also kommen relativ häufig auch Leute und sagen, schreibt doch mal einen Gastbeitrag in unserem Weblog oder in unserem Magazin, die das lesen. Gut, dann machen wir teilweise auch ganz plattes Eigenmarketing. Gell? Also das sind einfach sozusagen, wenn wir eine neue Website live bringen oder eine Tochtergesellschaft gründen oder irgend sowas, dann kommunizieren wir darüber auch. Was meinst du mit zweigleisiger Kommunikation? Ja, also das ist auch wieder ein großer Unterschied zu einer Website. Auf einer Website lesen die Leute sich das durch. In einem Blog haben Kunden und Interessenten in der Regel die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und sozusagen unsere Inhalte sinnvoll zu erweitern und auch mit uns da durchaus kritisch ins Gespräch zu kommen. Wir haben viele Artikel, zu denen es teilweise Dutzende Kommentare gibt. Wenn ich jetzt an den Artikel zu SharePoint zum Beispiel denke, oder da können wir gerne mal zeigen. Ja, diskutiert, ja. Machen wir einfach mal ein neues Fenster auf. Das war das falsche Fenster. Also es besteht eben die Möglichkeit, Feedback zu bekommen und auch zusätzliches Wissen, das Blogartikel noch weiter aufwertet, weil unterschiedliche Ansichten generiert werden. So, hier gibt es einen Artikel. In unserem Weblog schon relativ alt jetzt, aus dem November 2008. Aber wenn wir uns den mal anschauen, das ist jetzt hier der Weblog, ist ein bisschen, ich habe alles ein bisschen groß gemacht, müssen wir vielleicht ein bisschen kleiner machen, dass man das besser sehen kann. Noch ein Stück kleiner. So ist es gleich. Gut, und jetzt... SharePoint. Also dieser Artikel hat, glaube ich, ich glaube irgendwie 35 Kommentare. Ah, hier ist es. Genau, da ist der Artikel. Wenn wir mal herunterschauen, ans Ende der Seite, dann sehen wir schon die ganzen Kommentare, teilweise sehr, sehr lang. Mal schauen, wo startet es denn? Also das erstmal sozusagen, hier 57 Reaktionen, also sehr interessant. Ein Artikel, wenn wir jetzt hier mal gucken, das hier oben ist sozusagen das, was der Artikel ist. Das sind schon drei Bildschirmseiten. Genau, also drei Bildschirmseiten hat der Artikel und dann haben wir sozusagen 10 Seiten mit Kommentaren. Ich gehe einfach nur mal rüber, also ich habe natürlich auch fleißig immer mitkommentiert und habe also wirklich sehr, sehr lange, also hier, das ist ja wirklich hier Martin Schlenker, sich richtig ausgelassen und geschrieben. Brauchen jetzt nicht alle durchzulesen, aber man sieht schon, da gibt es sozusagen tatsächlich auch einen Rückkanal, wenn man ein bisschen was Provokatives schreibt, kommt es da sehr häufig vor, dass man auch Feedback bekommt. Oder da ging es jetzt ja auch insbesondere darum, dass die sozusagen mit der Einschätzung, die wir hatten, nicht einverstanden waren. Aber es ist eben durchaus sinnvoll, weil es auch die eigene Sichtweise entweder bestärkt oder man sich für andere Ansichten, die man vielleicht noch gar nicht kennt oder so, da öffnet. Ja. Insofern ist es eben eine zweite richtige Kommunikation, ja, also bilateral. Was gibt's noch? Ja, das kommt immer darauf an, wie ein Unternehmen halt einen Weblog anwendet. Man kann Presseerklärungen natürlich da verteilen und natürlich, weil es sehr dynamisch ist, von heute auf jetzt, von jetzt auf gleich auf irgendwelche Entwicklungen, auf einen Artikel, der zum eigenen Unternehmen irgendwo erschienen ist, reagieren und das alles sehr schnell und sehr dynamisch. Multimedia steht hier noch, Inhalte von YouTube, Videos und so weiter einbinden, irgendwelche Präsentationen, das machen wir auch sehr häufig. Und dann gehen wir doch nochmal hier
in den Artikel rein und schauen uns die nächsten Punkte an. Das ist jetzt hier eine Darstellung, in der du mal versucht hast darzustellen, wie bei uns sozusagen Content produziert wird. Das Problem ist ja häufig, dass die Leute sagen, ja, einen Webblog bräuchten wir, aber wir haben keine Zeit, um ihn zu schreiben. Das heißt, da geht dann der Geschäftsführer hin und sagt, juhu, ich hätte da zwar Lust drauf, aber ich weiß genau, wenn ich das jetzt anfange, dann schläft das nach 3 Einträgen ein, weil ich einfach mich um das Tagesgeschäft kümmern muss. Und bei uns ist es ja auch so, es gibt zwar sehr viele Artikel, bei denen ich mit meinem Namen drunter stehe, aber die wenigsten davon habe ich wirklich selber geschrieben. Mhm. Es kommt irgendwie nur Input. Und da ist, denke ich, ganz interessant, auch für unsere Kunden mal zu erfahren, wie das bei uns läuft, dass sozusagen die Wissensträger dir die Informationen geben. Ja, also bei uns läuft so, dass wirklich mit mir ein Mitarbeiter zumindest die Hälfte seiner Zeit mit der Content-Produktion für den Blog verbringt. Also man muss sich klar sein, dass gewisse Ressourcen da nötig sind. Und was ist unser Output da? Also wir veröffentlichen zurzeit 3-mal wöchentlich einen Fachartikel. Das sind so 2 bis 3 Bildschirmseiten, also doch relativ umfangreich. So, das sind immer die gleichen Tage, ja? Immer mit Montags, Mittwochs und Freitags. Ja, mhm. Ja, und bei uns läuft es eben so, dass Ideen und Input eigentlich aus vielen Quellen kommen. Die kommen vom ganz normalen Rumsurfen. Und dann bekomme ich dann eben eine Aufgabe von dir angelegt. Schau dir mal diese Quelle an, das könnte interessant sein für einen Blogartikel. Mhm. Oder ganz normal aus Projekten irgendwelche Fragen. Ein Beispiel, zuletzt hat ein Wiki-Kunde von uns, den haben wir angerufen, es gibt ein neues Confluence-Update, das ist empfehlenswert, behebt diesen und diesen Bug und hat diese Funktion. Ja, und dann sagte der Kunde, ja gut, aber Confluence wird ja nun ziemlich oft geupdatet und muss ich da jetzt jedes Mal Geld in der Hand nehmen für IT und Beratungsleistung? Ja, und daraus entsteht dann eben ein Artikel, wie oft müssen Software-Updates vorgenommen werden. Da haben wir so Regeln vorgegeben, wann lohnt sich das Update, wann sollte man lieber warten und so weiter. Ja? Mhm. Genau, und insofern schlägt man ja auch schon 2 Fliegen fast mit einer Klappe. Man berät den Kunden kompetent, der hat es im Fall vom Blogartikel kostenlos sogar. Und wir haben interessanten Content, der auch aus dem Leben kommt, sozusagen aus dem Tagesgeschäft. Andere auch. Und der auch andere Nutzer und alle Kunden noch interessiert. Also bei mir ist es tatsächlich auch ganz häufig so, dass ich im Tagesgeschäft mit Kunden spreche, sage, jo, dazu haben wir schon mal einen Artikel geschrieben und dann im Nachgang sozusagen einfach nur einen Link verschicke und die Kunden auch Feedback geben, dass sich das auch angucken, lesen und ist also durchaus ein vitales Instrument der Beratung, die das einfach ergänzt, ja, wo ich mit relativ wenig Aufwand sehr spezifische Informationen kommunizieren kann. Nicht zuletzt ist ja auch das, was wir jetzt gerade machen, so eine Live-Session, auch die Produktion von Content, zum Beispiel für unseren Weblog. Ja? Also gibt es ja eine Aufnahme, eine Videoaufnahme und diese Videoaufnahme können wir dann in unseren Weblog einstellen und jeder, der sich irgendwie über Blogging interessiert oder dazu Gedanken macht oder überlegt, wie er mit Cybert Media zusammenarbeiten kann, der kann sich das dort anschauen. Okay, hier gibt es jetzt eine ganze Reihe von Quellen, also Flurgespräche, Projekte. Flurgespräche gibt es auch digital bei uns? Die gibt es eigentlich analog in aber wie es eben so mal passiert, wenn ich mit dem Thorsten Brüggemann mich unterhalte über irgendwas, ach guck mal, ich bin gerade darüber gestoßen, ach das ist interessant, machen wir doch mal. Das geht so ein bisschen auch hier in die Richtung offene Augen, ja, genau. Was du geschrieben hast. Ich wollte jetzt aber auch so ein bisschen auf den Microblog hinaus. Ach, ja, wir haben ja intern einen Microblog, in dem so ein bisschen auch Flurgespräche stattfinden. Und da kommt es ja auch häufig vor, dass wir dann sagen, hey, dieses Thema, das jetzt gerade der Techniker da eingebracht hat, das sollten wir doch im Blog auch mal aufgreifen. Und nutzen. Projekte, andere Weblogs, News, Studien, die wir selber lesen, Wiki-Dokumente, die bei uns intern entstehen, Termine, die wir anstehen und die wir teilnehmen, darüber bloggen wir häufig. Wir kriegen auch ganz häufig Anfragen, wo Leute sagen, hier, schreibt doch mal darüber. Das passiert eigentlich nur dann, wenn es sozusagen wirklich zum Thema von Cybert Media passt. Ja. Ich denke, ein großer Punkt ist, einmal sozusagen die Kapazität zu schaffen, jemanden zu haben, der das umsetzen kann. Ja, es fehlt den wenigsten Unternehmen an Ideen. Es kann schon sein, dass sie sich darüber Gedanken machen, worüber können wir denn schreiben und ihnen dann nicht viel einfällt. Aber wenn sie mit offenen Augen durch das Tagesgeschäft laufen, dann fällen ihnen ganz viele Dinge ein, die sie in einem Weblog veröffentlichen können. Schön ist, wenn man einen Prozess und auch Kapazitäten hat, um das dann abzubilden. Die haben wir mit dem Matthias Rauer und noch einer Kollegin geschaffen. Und da kommen also jetzt die Ideen an. Wie geht das dann weiter, Matthias?
Die werden erstmal in Aufgabenmanagement Tickets ganz normal umgesetzt, dass sie erstmal digitalisiert sind. Und wir haben dann ein Dokument im internen Wiki, wo auch diese Ideen schon mal stichpunktartig gesammelt werden, thematisch gesammelt werden, also Technologiethemen und Consulting. Da kann dann jeder seinen Senf dazu geben und ein paar Ideen dazu schreiben. Und dass wir die Autoren die auch erstmal so geordnet irgendwo haben. In der Ideengenerierung bist du auch teilweise am Interviewen, gell? Ja, das schon. Das heißt also, ich gehe mit dem Diktiergerät rum und spreche mit Programmierern oder Designern zu Themen, die für uns interessant sind, von denen wir meinen, oder ich meine, dass die auch für Kunden interessant sind und für unsere Leser. In Interviewform nehme ich das auf und dann werden daraus sehr hochwertige Artikel. Haben wir auch schon für Kunden gemacht, gell? Ja. Also für Kunden haben wir das dann häufig so gemacht, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, okay, der Kunde selber braucht oder will sozusagen einen Newsletter verschicken und wir sorgen dafür, dass es erstmal Nachrichten gibt, ohne dass der Kunde was machen muss, und haben uns einfach mal das Thema, die Branche des Kunden angeschaut und gesagt, okay, da gibt es die und die Quellen, die veröffentlichen häufig Informationen, da suchen welche raus, die zum Unternehmen des Kunden passen und recyceln die sozusagen und sagen, okay, das ist interessant, das nehmen wir mit dem Newsletter auf. Und dann kriegt der Kunde immer so, ich glaube, 12 Vorschläge oder sowas, gell? Genau. Und hat dann da welche ausgesucht. Und dabei sind häufig dann aber auch noch eigene Themen vom Kunden eingebracht worden, gell? Die er dann richtig, in einem Interview am Telefon zur Verfügung gestellt hat. Ja, genau. Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie es ja, da war mehr Thorsten mit eingebunden, aber da wurden wir eben angerufen vom Kunden und da wir ja fachfremd sind, das waren mehr so medizinische Themen, fachfremd sind, wird einfach ein kurzes Telefoninterview geführt, in dem uns der Kunde direkt mit Input beliefert. Und daraus entsteht dann ein 20, 30-zeitiger hochwertiger Newsletter-Eintrag. Und das ist schon eine sehr effiziente und effektive Sache. Das heißt, also ein Kunde kann theoretisch auch einen hochwertigen Newsletter mit 10, 12 Nachrichten mit einem Aufwand vermutlich von einer halben Stunde oder sagen wir mal zweimal eine halbe Stunde, einmal für das Briefing und einmal für die Abnahme dann später durchführen. Ja, das hat auch jahrelang haben wir es gemacht, also klappt durchaus. Okay, also sammeln das Ganze im Wiki, erstellen Aufgaben und dann gibt es so ein bisschen noch so formale Dinge, auf die wir achten. Ja? Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen. Ja, dazu gibt es auch später nochmal eine extra Live-Session hier an dieser Stelle. Aber es gibt ja bestimmte Anforderungen an Texte, die im Internet veröffentlicht werden. Und diese Anforderungen unterscheiden sich doch ziemlich stark von gedruckten Texten, weil Nutzer im Internet Texte ganz anders lesen. Sie lesen sie nicht Wort für Wort, das ist nachgewiesen, sondern sie überfliegen sie. Vor allem scannen die Texte. Und deshalb ist es wichtig, die Texte entsprechend stark zu strukturieren. Und also eben scannen. Ich kann mir das immer daran merken, dass wir intern immer sagen, die Leute sollen sich daran festhalten können. Ja, also Strukturierung heißt, ich habe irgendwie Überschriften, ich habe Fettmarkierungen, ich habe Links, wo ich dann sozusagen, als wenn ich so an dem Text rumklettern würde, irgendwie so Punkte habe, wo ich mich festgreifen kann. Und dann ja, also es liest niemand im Internet eine Bleiwüste aus 1000 Wörtern, die keine Absätze und keine Zwischenüberschriften hat. Da quält sich niemand durch, weil die Lesegewohnheiten eben ganz anders sind. Und deshalb müssen wir auch Wert darauf legen, dass wir diese webgerechte Aufbereitung eben nehmen wir doch einfach mal hier so einen Artikel. Wenn wir jetzt auf den Weblog gerade mal gehen und dann erklär doch mal hier anhand von diesem Beispiel, was du jetzt hier mit Strukturierung meinst. Ja, also es geht darum. Du bist jetzt nicht vorbereitet. Vielleicht ist der Artikel nicht so gut. Das geht schon. Also wichtig ist, dass wir zunächst vernünftigen Absätze, vielleicht kommst du ja nochmal ein Stückchen runter, gehen in Absätze. Also es gibt hier diese Überschriften, an denen kann man sich sozusagen festhalten. Es gibt kurze, knackige Abschnitte, es gibt Aufzählungen, die sich sehr leicht überfliegen lassen und sehr leicht scannen lassen. Und das meinen wir eben mit webgerechter Aufarbeitung. Links und so weiter. Kontext schaffen, das sind sozusagen jetzt hier ähnliche Sachen. Ja. Und dann haben wir unten immer noch so ein Werbeelement drin, wo wir auf irgendwelche Leistungen von uns hinweisen, die da integriert sind. Gut. Vier-Augen-Prinzip, was heißt das? Ja, wenn dann die Texte erstellt sind oder die Blogartikel entworfen sind, dann machen die erstmal die Runde.
Wir haben noch einen Kollegen, der sich auch um die textliche Qualitätssicherung kümmert, also nach Flüchtigkeitsfehlern, Tippfehlern sucht. Und das ist Thorsten Brüggemann, der war so eine Art, Lektorat. Gell? Ja. Der guckt dann immer, findet jeden Rechtschreibfehler. Ja, das, sicher, genau. Also natürlich sieht man selbst zu, dass alles seine Ordnung hat, aber mit dem Vier-Augen-Prinzip oder Sechs-Augen-Prinzip stößt man immer noch wieder auf Optimierungsmöglichkeiten. Und das ist eben auch wichtig, dass da Texte sauber veröffentlicht werden und nicht peinliche Tippfehler haben oder irgendein Link nicht funktioniert. Natürlich gibt es dann auch noch eine inhaltliche Freigabe. Gut, häufig ist es so, dass ich dir dann sage, nee, so können wir das nicht schreiben, das muss so und so oder geändert werden und so. Aber es ist eigentlich relativ wenig, gell? Das ist auch jetzt in der Zusammenarbeit mit den Kunden war es eigentlich so, dass eigentlich mehr sozusagen der inhaltliche Input war ein bisschen aufwendig, vielleicht so eine halbe Stunde und dann halt die Abnahme später. Aber, ja, die Abnahme ist eigentlich einmal inhaltlich lesen und freigeben oder nicht. Ja. Gut, dann ist der Artikel fertig. Vielleicht können wir es ja nochmal ganz kurz zeigen. In unserem, das ist unser Mikroblog, das ist unser Weblog. Da gibt es ja dann hier Artikel. Und hier haben wir sozusagen veröffentlichte. Das sind die, die wir tatsächlich schon im Web haben. Also insgesamt jetzt 657 Artikel. Es gibt Entwürfe, das sind 55. Das sind jetzt welche, die du geschrieben hast, aber die noch nicht veröffentlicht sind. Die sind im Veröffentlichungsplan sozusagen eingefasst. Ja. Und okay, kann man sozusagen sehen, was da in Zukunft möglicherweise mal erscheinen wird. Da gibt es aber intern auch noch ein Wiki-Dokument zu, oder? Ja, genau. Das ist jetzt auch nur gerade nicht so aktuell. Da müsste ich nachher mal nochmal dran arbeiten. Ja. Aber man kann es schon gut sehen. Ja, kannst du mal aufrufen. Spielt ja keine Rolle. So, dann muss ich mich hier mal einloggen. Und dann Veröffentlichungsplan, was heißt das? Warum machen wir das überhaupt? Man könnte die Sachen doch auch einfach leicht direkt rauspusten. Also wir wollen natürlich auch regelmäßig für Content sorgen. Mhm. Es bringt nichts, wenn wir einfach 5 Artikel an einem Tag veröffentlichen und dann 3 Wochen nichts mehr. Leser und Nutzer, da gibt es auch Studien zu, erwarten regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, Inhalte, wenn sie einer Seite folgen. Das kann im 2-Wochen-Abstand sein, das kann im Tagesrhythmus sein, aber es sollte relativ regelmäßig passieren. Mhm. Und deshalb machen wir das 3-mal wöchentlich und nehmen die... Das sind jetzt hier die, die Elemente. Da sieht man hier den Link zu dem Beitrag, der geplant ist, wann er veröffentlicht werden soll. Und sieht man auch, das ist schon durchaus für die Zukunft schon ein bisschen was mit dabei. Also heute ist jetzt der, was haben wir denn heute? Der 30. Also morgen erscheint dann 3 verbotene Fragen bei einem User-Test. Das ist vermutlich jetzt, kann ich auch draufdrücken und dann kann ich mir den angucken. Und dann haben wir also sozusagen für die nächsten 2 Wochen schon die Artikel hinterlegt. Das ist auch aus rein praktischen Gründen wichtig. Das kann ja mal sein, dass jemand 2 Wochen krank oder 3 Wochen Urlaub und ein Kollege, der darum gebeten wird, kümmerst du dich um die Veröffentlichung, der guckt einfach im Wiki, in den Schaltungsplan und weiß, was da... Was heißt jetzt hier dieses Zeichen? Ob ein Bild drin ist oder nicht. Weil für unsere Microblogs arbeiten wir gern mit einem kleinen Bild. Das Warum? Warum soll ein Bild drin sein? Weil die zum Beispiel in Twitter und Facebook erscheint da nicht ein Standardelement bei den Updates, sondern ein richtiges Bild. Mhm. Wie es in den Artikeln drin ist. Können wir vielleicht mal ganz kurz zeigen. Oh, das ist das falsche Fenster. So. Also das kam ja von mir sozusagen. Mhm. Ich wollte irgendwann unbedingt, mach doch immer so ein Bild da rein. Und wir gucken einfach mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier Facebook/Cybermedia eingebe, dann kommen wir auf unsere Facebook-Page. Und das hier ist so ein Bild. Ja? In der Facebook-Seite erscheint dann hier immer so ein kleines Bild, zum Beispiel hier, den hatten wir gerade angeguckt, den Artikel. Und da ist dann dieses Bild klein drin. Ja? Also die ganzen Artikel, die wir hier veröffentlichen, haben da so ein kleines Bild. Deshalb soll in einem Artikel immer ein Bild vorhanden sein. Das macht so ein Posting einfach auch interessant. Ja. Wir erhoffen uns davon sozusagen noch mehr Klicks. Gut, also hier sind wir wieder bei unserer... und dann das hier sind sozusagen die vergangenen Sachen mit den Keywords und so weiter. Das ist eigentlich nur reine Dokumentation. Mhm. Ja? Aber sieht man, steckt auch schon ganz ein bisschen Arbeit drin. Ja, ja sicher, aber wenn man so ein Dokument einmal angelegt hat, dann ist so ein Update dann auch sehr unproblematisch. Ja. Okay, zurück zu unserem... Also ist dann Veröffentlichungsplan... Genau. Was ist Operationalisierung mit Checkliste? Also wir haben eine Checkliste entwickelt. Es gehört ja einiges dazu,
wirklich die Qualitätssicherung vor der Veröffentlichung zu machen. Das sind so ganz normale Kleinigkeiten. Man muss sehen, ob alle Links funktionieren. Mhm. Beispielsweise, man muss gucken, ob der permanente Link des Artikels suchmaschinenoptimiert ist. Also, dass beispielsweise Umlaute als UE, OE, AE geschrieben sind. Das sind diese ganzen Kleinigkeiten, die eben noch nötig sind, um wirklich einen Artikel richtig verfassen. Warum ist es interessant? Link ist Link, oder? Ja, Link ist Link, aber wenn zum Beispiel ein Artikel, wie kann man sagen, ein Wort mit einem Umlaut, da ja, steht also irgendwas mit Veröffentlichung. Ja. Es sucht in Google niemand nach Veröffentlichung, weil WordPress die Software stellt, wenn man einen Umlaut im Titel hat, das Ö als O da. Und das muss man dann korrigieren. Das muss man einfach korrigieren. Und dann wird man besser gerankt für dieses Stichwort. Genau. Ja? Deshalb korrigieren wir das, okay. Also es geht letztendlich, wenn wir uns mal hier so einen Artikel anschauen, dann geht es hier oben um den Teil. Ja? Also das hier kommt automatisch rein, 10.09.29, das ist sozusagen das Datum. Und dann das ist hier genau dieser Text. Texte sollten im Wiki und nicht in Word oder in E-Mails erstellt, geteilt und bearbeitet werden. Und ich kann jetzt schon garantieren, das ist auch was ganz Tolles an einem Weblog, wenn wir hier ein paar Worte davon eingeben. Ja, also vermutlich brauche ich nur 3-4 Worte. Ja, also nehmen wir jetzt einfach mal hier Wiki, Word, E-Mails. Das reicht vermutlich schon. Und das sind jetzt auch nicht so ungewöhnliche Worte. Und wenn ich danach jetzt bei Google suche, dann taucht hier schon an einer relevanten Position unser Artikel auf. Und das sind jetzt wirklich, also Wiki, Word und E-Mails sind jetzt wirklich häufige Artikel. Wir haben hier 60 Millionen Treffer. Und das ist wirklich auch sehr toll, dass man eine sehr gute organische Präsenz sozusagen in Google hat, einfach nur dadurch, dass wir die Texte veröffentlichen. Noch ein großer Vorteil für so einen Weblog. Gut, damit sind wir hier damit bei der Veröffentlichung. Dann geht der live. Was passiert dann? Die Leute kriegen das in einem RSS-Reader eingespielt. Also diese 700 Leute, die kriegen dann irgendwie gesagt, hier ist ein neuer Artikel, klicken da drauf. Was ist denn ein Full-Feed? Das ist ja bei diesem RSS-Feed häufig. Oder, weißt du das? Also es geht so, bei RSS kann man dann auswählen, will ich den Artikel komplett veröffentlichen oder nur einen Teil, Überschrift und so weiter. Was ist der Grund für das eine oder das andere? Also als Fullfeed bekommen die Kunden natürlich auch und die Leser den kompletten Artikel zu lesen. Genau, ja. Und nicht jetzt einfach nur eine Überschrift oder so, wo dann immer noch so ein Klick nötig ist und immer noch eine geringe Hemmschwelle da ist. So klicke ich mich jetzt auf den Artikel, sondern ich habe ihn gleich. Ja. Also der große Vorteil ist, denke ich, genau was du gesagt hast, ja, dass halt der ganze Artikel da ist, dass die Leute den theoretisch auch offline lesen können, dass sie nicht erst auf unsere Website lesen müssen. Auf diese Weise, wenn man einen Fullfeed ausliefert, ist der ganze Content in dem RSS-Reader drin und die Leute kommen vielleicht gar nicht auf die Website. Wenn man jetzt, was wir nicht tun, aber wenn man irgendwie mit Bannern oder sowas Geld verdienen will, dann ist es natürlich schlecht, weil die ja in dem Feed gar nicht drin sind. Ja. Dafür ist die Leseintensität vermutlich ein bisschen höher. Gut, da könnte man auch noch intern bloggen. Ja, das kann man kurz anreißen, vor allem in größeren Unternehmen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt noch kein Firmenwiki betreiben. Also kann so ein interner Blog schon auch für Transparenz sorgen und Neuigkeiten innerhalb des Unternehmens lassen sich einfach. Das ist also an anlassbezogene Kommunikation. Oder Abteilungsblogs oder so, die über aktuelle Entwicklungen und Projekte informieren. Ja. Das ist vielleicht in sehr großen Unternehmen auch sinnvoll, aber eigentlich, wenn man ein Firmenwiki hat, kann man das darin kann man das damit ab. Das steht ja hier auch schon mal dargestellt. Microblogging. Vielleicht machen wir es am Ende. Jetzt haben wir noch 10 Minuten, gucken uns lieber vielleicht WordPress nochmal an. Microblogging ist eigentlich genau das gleiche, nur mit Kurznachrichten. Genau. Ja? Gucken wir doch mal WordPress ganz kurz an, damit man da nochmal einen Eindruck bekommt. Gerade die jetzt vielleicht noch keine Weblog-Erfahrung haben. Von außen vielleicht nochmal ganz kurz. Muss es so aussehen? Oder? Also WordPress ist eine Open Source Software, die in hohem Maße anpassbar ist. Mhm. Templates sind komplett anpassbar und können und sollten natürlich auch ans Corporate Design angepasst werden, weil es ja ein Kommunikationskanal des Unternehmens ist. Das ist zum Beispiel was, womit Summit Media Geld verdient. Genau. Gell? Ja. Und der soll ja auch als solcher erkennbar sein. Mhm. Es gibt natürlich Standard-Templates, aber die eignen sich nicht
für den Einsatz in der Unternehmenskommunikation. Das geht ja für den privaten Blog, aber für den Unternehmensblog ist das nicht sinnvoll. Und bei uns ist es jetzt so aufgebaut, es gibt hier diese Startseite mit den unterschiedlichen Kategorien und dann werden die letzten drei Nachrichten hier dargestellt. Es gibt so ein Archiv auf der Seite, auf dem man dann hingehen kann und sagen kann, ich will aber jetzt Nachrichten aus dem April 2009 zum Beispiel sehen. Dann kommt eine Seite und da sind jetzt alle Nachrichten, die wir im April 2009 veröffentlicht haben, dargestellt. Es gibt hier oben so eine Tagliste. Es gibt so eine Übersicht über, was schreiben wir denn eigentlich. Also viel über Summit Media, über Consulting, über Forzwiki, über Intranets, über Artikel von Jared Spool, Open Source, SEO, Usability, User Tests, Website und über Wikis zum Beispiel. Also die Sachen, die hier groß sind, werden da besonders häufig dargestellt. Da kann ich auch draufdrücken und dann kriege ich hier nur Artikel über Wikis. Dauert alles einen kleinen Moment. WordPress ist insgesamt eine ziemlich performante Software, gell? Ja. Also geht recht fix. Und hier habe ich jetzt immer noch eine Artikelliste. Und letztendlich kann ich jetzt hier 111 Reasons Why You Need an Enterprise Wiki, kann ich draufdrücken und kriege dann halt entsprechend diesen Artikel. Und dann kommen hier die 111 Gründe. Das ist eigentlich schon alles, gell? Da sind dann Links drin, Überschriften, Bilder, wer es eben geschrieben hat. Und aber unten gibt es die Kommentarfunktion eben. Genau, unten können wir den Kommentar hinzufügen. Er hat jetzt ja auch schon mal was geschrieben, Thomas Marling zum Beispiel. Gut. Und wie erstellt man das jetzt? Also wenn du nochmal reingehst in unseren, genau, dann loggt man sich ein und man erhält erstmal ein Dashboard und da gibt es auch ganz schnell den Punkt. Ach, sorry. Ach, jetzt warst du auf dem Preview. Klar, Moment. Ich wollte gerne hier auf das Dashboard klicken, genau. Da hat man erstmal eine Übersicht über schon veröffentlichte Artikel, Kommentare, also einfach erstmal eine grobe Übersicht, was so alles passiert ist. Es gibt also wir haben jetzt kleine Nutzungsstatistiken und so weiter. Aber die Hauptarbeit findet eben unter Menüpunkt Artikel statt und da gibt es dann die Möglichkeit, Entwürfe zu bearbeiten oder eben neue Artikel zu erstellen. Kann man hier oben auch machen, ja? Ja, genau. Drück mal hier oben drauf und dann kommt hier so eine Maske. Und das Ganze funktioniert eigentlich wie eine schlanke Version von einer ganz normalen Textverarbeitung, die jeder kennt. Man hat ein Feld für den Titel und man hat ein Feld, um den Text einzugeben und der wird ganz, ganz normal formatiert mit Fettschrift, Absätzen und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, Bilder einzufügen, Videos einzufügen. Das funktioniert eigentlich wie in jeder Textverarbeitung. Mhm. Und hier oben sieht man auch schon, da ist jetzt hier dieser Permalink, dieser Permalink dargestellt. Kann ich mir den schon angucken. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie reinschreiben würde, Artikel zur Veröffentlichung, das war, was du vorhin dargestellt hattest. Genau. Ja? Also wenn ich jetzt hier reingehe und sage, lösch das mal alles raus, dann macht das nämlich neu. Und dann sehen wir hier, zur Veröffentlichung steht hier. Und dann muss man bei der Qualitätssicherung das sein. Nur ein rein deutsches Problem, ja? Wenn du jetzt auf Speichern gehst und dann auf Vorschau, dann sieht man schon, man kann sich auch jederzeit ansehen, was man da macht. Mal einfach mal, klicke ich mal hier auf Speichern. Und jetzt habe ich einen Entwurf dann erstellt. Genau. Der ist von ohne Zugangsberechtigung zu dieser WordPress-Instanz nicht zu sehen. Mhm. Also der ist bin sozusagen noch sicher. Der ist sicher, der ist nur für Kollegen, die auch in steht dann auch irgendwie hier oben Preview noch drin. Genau. Ja? Und dann haben wir hier unseren Artikel, nicht besonders schön bisher. Richtig, aber in dieser Version werden auch die Artikel eben bei uns zur Freigabe dann rumgeschickt. Und da gibt es dann auch teilweise auch relativ viele Änderungen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass ich, nehmen wir doch vielleicht einfach mal hier so einen Artikel, der noch, oder nehmen wir ja, gehen wir mal rein. Ja? Auf Bearbeiten. Da gibt es auch so eine Historie, wie in einem Wiki. Ne? Genau. Also hier habe ich dann noch Tags hinterlegt. Hier oben, dann hier Status, der ist also schon veröffentlicht, wann er veröffentlicht wurde. Hier steht der ganze Text. Ich habe es ein bisschen groß gemacht. Ich mache mal die Größe noch ein bisschen zurück. So, Schnick. Ich glaube, das ist jetzt die, genau, so ist die normale Größe. Okay, also hier sehen wir jetzt den Artikel mit dem ganzen Text. Und den Links und den Inhalten kann man jetzt einfach hier bearbeiten, irgendwie den Link hier verändern oder wegmachen und so weiter. Wenn ich fertig bin, könnte ich auf Aktualisieren drücken. Was ist Auszug? Es gibt die Möglichkeit, auf
vielleicht rufst du die Startseite des Blogs nochmal auf, da kann man das gut zeigen. Man sieht hier, dass jeder Artikel einfach kurz angeteasert wird mit einem kurzen Text. Im Standard veröffentlicht WordPress an dieser Stelle einfach den Anfang des Blogartikels und bricht ihn dann irgendwann, keine Ahnung, nach 3,5 Zeilen ab. Kann man also einstellen. Mit Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist einfach sinnvoller, eine Zusammenfassung des Textes, auch wegen der spezifischen Internetlesegewohnheiten. Ja. Das ist das, was wir als Auszug bezeichnen. Genau, ja? Richtig. Trackbacks brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht einzugehen. Das meinte ich noch hier. Da gibt es sozusagen, kann man dann sehen, dieser Artikel wurde also am 9.9. angefangen von der Doreen Düring. Die hat dann eine ganze Reihe mal auf Speichern gedrückt. Und dann hat der Matthias irgendwann weitergemacht, einen Tag später. Dann hat Thorsten Brüggemann eine Änderung gemacht, der Matthias Rauer hat noch ein paar Änderungen gemacht. Das ist sicherlich kurz vor der Veröffentlichung nochmal die Qualitätssicherung. Ja. Also man kann da, wie genau wie im Wiki, über eine Revisionshistorie hier ist eine Frage. Auch alte Versionen wiederherstellen übrigens. Ja. Hier ist eine Frage gekommen, sollte man vielleicht immer erstmal mit einem internen Blog beginnen, um einmal die Akzeptanz der Mitarbeiter zu checken? Was würdest du dazu sagen? Ich denke nicht. Ja, sehe ich auch so. Also grundsätzlich macht man das ja, weil das ein Marketinginstrument ist. Wir wollen damit letztendlich Geld verdienen. Es geht uns darum, dass wir irgendwie unsere Kompetenz darstellen können. Wenn jetzt hier Ben Mainz in einem sehr, sehr großen Unternehmen arbeiten würde, dann könnte man sagen, na gut, da mache ich vielleicht internes Marketing und insofern kann ich einen internen Weblog aufsetzen. Das würde ich auch als sinnvoll ansehen. Aber in der Regel geht das ja eher nach außen. Und viele Websites haben ja News-Bereiche schon. Ja? Also die könnte man ja auch letztendlich als Blogging-Zonen definieren. Da fehlen halt ein paar Funktionalitäten. Ja, genau. Aber Nachrichten kann man da auch veröffentlichen. Ja. Und damit könnte man dann einfach anfangen, sozusagen die Nachrichtenseite der eigenen Website zu benutzen. Und wenn man dann so ein paar Artikel geschrieben hat, kann man den Leuten ja sagen, hier, ich hätte gern sozusagen noch mehr Funktionalitäten. Das wird jetzt gar nicht bei Google gefunden. Ich habe keine Dragbacks. Die Leute können keine Kommentare abgeben. Das ist nicht interaktiv. Wird nicht gut bei Google gefunden, hatte ich schon genannt. Ist aber halt ein wichtiger Punkt. Ich kann keine Videos einbinden. Genau. Ja. Insofern würde ich sagen, nee, am besten gleich im Web anfangen, weil man da auch das Feedback bekommt, das man ja eigentlich anstrebt. Ja? Wichtig ist an Mitarbeiterakzeptanz, dass man eben Ideen aus dem Unternehmen bekommt, dass man Mitarbeiter selbst sozusagen antreibt, bringt mir eure Ideen, bringt mir eure interessanten Also Ressourcen Dinge. Braucht man. Man braucht so einen Prozess und man braucht die Ressourcen, damit die Leute nur noch die Ideen, den inhaltlichen Input anliefern müssen. Dann klappt es eigentlich auch ganz gut. Ja. Ja? Also wir haben ja eigentlich eine relativ hohe Nachfrage auch bei den Leuten aus der Technologie. Das ist halt so ein bisschen schwierig, weil die selber keine Zeit zum Schreiben haben und die müssen dir dann sozusagen die Sachen erklären, sodass wir die aufbereiten können. Da war jetzt hier noch eine weitere Frage mit Facebook, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht nochmal ganz kurz die Maske zu Ende angeguckt. Also hier kann man die ganzen Artikelüberarbeitungen sehen. Gibt hier verschiedene Sachen, die brauchen wir aber alle gar nicht, oder? Nee, das sind Plugins, die sind voreingestellt, einmal konfiguriert. Ja. Eigentlich gebe ich hier oben sozusagen meinen Titel ein, meinen Text und drücke auf Publizieren. Genau, ja? Ein paar Text. Man kann hier auch schon direkt sagen, wann das publiziert werden soll. Ja, man kann das planen. Ja. Hier war jetzt eine Frage. Facebook wäre ja auch als so eine Art Blog zu nutzen. Da würde ich sagen, ja, genau. Ja. Also wir machen das nämlich auch so. Es gibt neben dem Weblog von Cybert Media, gibt es einen sogenannten Microblog. Vielleicht rufen wir das mal ganz kurz auf. Ja, Microblog. Der übrigens auch auf WordPress basiert. Da gibt es so ein P2-Theme, was für Microblogging. Der ist, glaube ich, nicht zu sehen gerade. Achso, ja, richtig. Guter Hinweis. Hier, jetzt können wir es sehen. Also unter microblog.cybermedia.net betreiben wir den Cybermedia Microblog. Und der wird dann nämlich auch zu Facebook und auf andere Plattformen mit übertragen. Da werden jetzt teilweise von mir, teilweise von anderen Mitarbeitern, hier ist jetzt relativ viel von mir, veröffentlicht. Hier auf der rechten Seite sehen wir dann auch nochmal zu welchen Themen, also sehr viel zu Microblogging, Agile Development, Productivity, zu Cybermedia und so weiter. Das sieht man hier. Es sind auch sehr viele Artikel, die da veröffentlicht werden. Und die werden dann auch wiederum hier in dem Microblog veröffentlicht. Dann können wir uns das mal anschauen. Das ist eine andere WordPress-Instanz. Genau, es ist einfach auch wieder eine WordPress-Instanz, die wir halt zum Microbloggen benutzen. Und hier gibt es dann auch geplante, also Sachen, wo wir jetzt schon sagen, die sollen dann und dann erscheinen.
Ja, und das ist jetzt hier, also bis zum 13.10. sind hier jetzt schon Microblog-Nachrichten veröffentlicht worden oder geplant worden. Mhm. Über mehrere Seiten geht das jetzt hier. Können wir zum Beispiel schauen, 1.10., also morgen um, gucken wir gerade mal rein, morgen um 8.28 Uhr wird dann hier dieser Artikel veröffentlicht. Können wir mal reinschauen. Hier, also das ist sozusagen jetzt einfach nur ein Tweet. Ja? Und der wird dann in unserem Microblog so aussehen. Also dann gibt es hier oben eine Überschrift, die für Suchmaschinen auch sehr gut ist. Und dann, das ist der eigentliche Tweet-Inhalt, der wird veröffentlicht. Und das Ganze wird dann auch auf unserer Facebook-Page veröffentlicht. Ich könnte die Sache natürlich auch direkt hier eingeben. Mhm. So ist halt schöner, weil wir es einmal bei Google gut findbar haben. Und das Ganze auch dann noch in meinen Twitter-Account. Können wir auch mal schauen. Und man Twitter. Muss einmal Content produzieren und hat mehrere Kanäle, in genau. die zugleich veröffentlicht werden kann. Also aus diesem Microblog wird hier die Seibert Media Page bestückt. Außerdem wird der Facebook-User Martin Seibert bestückt. Ja, also alles, was ich hier so von mir gebe, zum Beispiel das hier, das kommt über den Twitter-User Martin Seibert. Ja, super. Und die Sachen kommen, das sieht man übrigens auch, nee, wird gar nicht mehr angezeigt in der neuen Version von Twitter, aber das wird über Twitter-Feed sozusagen aus dem Microblog hierhin gepustet. Und genauso auch in den Seibert Media Account wird das auch hier eingespielt. Und auf diese Weise nutzen wir eine WordPress-Instanz als universelle Publizierungsmöglichkeit für so Kurznachrichten. Genau. Also wird dann, und da werden 5, 6, 7 verschiedene Kanäle mit befüllt, mit einfacher Arbeit. Ja gut, damit wäre diese Frage auch beantwortet. Gucken wir noch mal ganz kurz in die Agenda rein, die wir uns vorgenommen hatten. Also wir haben jetzt über, warum machen wir das eigentlich, gesprochen, Bindung von Lesern, Gewinnung, Überzeugung von Interessenten. Und es ist wirklich so, das ist kein Flachs. Es rufen bei uns Leute an, die sagen, erzählen Sie mir nichts, ich bin schon überzeugt davon, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind. Wir wollen gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Da steckt viel Arbeit dahinter, aber das lohnt sich sehr stark, weil einfach der Vertriebsprozess deutlich kürzer wird, weil man sehr viel mehr Kredit sozusagen beim Kunden schon hat. Und das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Investition, so einen Weblog zu betreiben. Und auch für den Microblog, da kann man es nicht so genau sagen, ne? Ob der Microblog, also ich hätte es mir noch keiner gesagt, ist ja so toll, ich folge immer bei Twitter mit den Kurznachrichten. Nein, ist mir auch keiner bekannt vorgekommen. Man muss natürlich seine Statistiken auswerten. Mhm. Gibt es ein gutes Tool für, namens 20 Feet, was man mal empfehlen könnte. Seine Statistiken muss man schon im Blick haben. Und Microblogging ist immer noch im Anlaufen. Mhm. Das hat sich immer noch, also auf breitester Ebene, auch in der Unternehmenskommunikation noch nicht durchgesetzt wie klassisches Blogging. Ja. Aber es schadet nichts, frühzeitig aufs richtige Pferd zu setzen. Ja, gut. Also wenn wir sozusagen jetzt was empfehlen sollten, wo man beginnen sollte, dann wäre das nicht mit Twitter, sondern mit einem WordPress-Weblog und den sozusagen mit richtigen Informationen, die auch, sagen wir mal, eine Seite oder eine Seite. Ja, man kann es ja parallel laufen lassen und aus dem richtigen Blog auch den Microblog erstmal füllen und nach und nach ausbauen. Okay, vielleicht nochmal so ein Tipp. Wie sorge ich dafür, dass ich Inhalte in meinen Weblog bekomme? Wir haben ja jetzt eine relativ stark, oder ja, bleiben wir erstmal bei der Frage, wie sorge ich dafür, dass der Inhalt reinkommt? Ressourcen bereitstellen als Unternehmen, also für Leute, die Artikel schreiben, die Artikel operationalisieren. Oder einkaufen. Oder einkaufen, richtig. Da empfiehlt sich aber wirklich auf Qualität zu achten und nicht unbedingt bei Textbroker für 4 Euro Artikel zu sammeln. Die entsprechen, erfüllen einfach nicht die Bedürfnisse und Anforderungen, die das peinlich, im Unternehmensblog gestellt werden. Das merken auch die Leser, das merken auch die Kunden. Ja. Man muss Mitarbeiter und Kollegen dazu anhalten, dass die selbst den Blog mit Ideen versorgen, mit Input versorgen. Und man braucht am besten eine WordPress-Instanz, das ist die ausgereifteste Blogging-Software, die wir kennen im Corporate Design des Unternehmens. Und dann kann man eigentlich anfangen. Kann man alles bei Seibert Media einkaufen. Kann man alles bei uns einkaufen. Ja, sehr gut.
Was passiert denn, wenn ich jetzt nicht jeden Montag, Mittwoch und Freitag was veröffentliche? Also wie ich vorhin schon sagte, Leser, die normalerweise folgen ja viele Leser dann auch regelmäßig im Blog. Wenn die sehen, ah, das sind hochwerte, coole, interessante Inhalte, lese ich öfter, abonniere ich. Aber es gibt Studien, in denen nachgewiesen ist, dass Leser regelmäßigen Content-Veröffentlichungen wünschen. Das muss nicht Montag, Mittwoch, Freitag sein, das reicht. Zum Beispiel ein großer Usability-Experte, Joel Spool, der veröffentlicht alle 2 Wochen mal montags. Aber es kommt regelmäßig eben Content. Die Nutzer können damit rechnen, dass Content kommt und können sich darauf verlassen. Das ist wichtig. Das muss nicht täglich sein. Und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und weiß noch nicht so genau, ob ich diesen Prozess etablieren kann und schaffe es nur alle 2 Monate was zu schreiben, dann lasse ich es besser sein? Ich denke, das wird trotzdem funktionieren. Also das wäre auch noch so eine Botschaft, die ich kommunizieren wollen würde. Ist vollkommen egal, ob Sie jetzt 3-mal die Woche was veröffentlichen oder alle 2 Monate. Natürlich, wenn Sie einen Nachrichtenbereich einrichten und machen da 6 Monate lang nichts, da braucht Ihnen keiner zu erklären, dass das nicht besonders glaubwürdig rüberkommt. Aber wenn Sie regelmäßig alle 2 Monate was veröffentlichen können, und das können die meisten Leute, so wichtig ist Marketing für die meisten Unternehmen schon, dann kann man einen Weblog einrichten. Ja, also man muss da nicht täglich mit dabei sein, man muss da nicht mit einer halben Vollzeitkraft dran arbeiten. Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Botschaft. Also muss er einfach sozusagen in das kalte Wasser reinspringen und das machen. Wir haben sehr viel auch iterativ gemacht. Ja? Und WordPress ist ein tolles Tool, das man da verwenden kann, sowohl für Microblogging als auch für richtiges Blogging. Man sollte einen Prozess schaffen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es kein Selbstläufer ist, dass man Redaktionsressourcen hat. Und gerne können Sie übrigens auch bei uns anrufen und unsere Ressourcen, unsere Prozesse da in Anspruch nehmen oder uns dabei helfen lassen, so einen Prozess bei Ihnen zu etablieren. Der Betrieb von einem Weblog muss nicht teuer sein. Sie sollten sich aber darauf konzentrieren, dass Sie wirklich guten Input von Ihren Wissensträgern bekommen, damit diejenigen, die schreiben, auch eine gute Grundlage haben, die Ihre Kunden dann gerne lesen. Das wäre es von meiner Seite soweit? Das wäre es auch von dir. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jeden Donnerstag, 11:15, seibert.biz/live. Nächstes Mal gibt's. Schauen wir nochmal kurz rein. Geht's um TaskDoc. Das ist eine Erweiterung von Confluence. Und das werden wir nächsten Donnerstag, den 7.10. um 11.15 Uhr hier darstellen. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Danke an Ben aus Mainz fürs Fragen stellen. Und wir freuen uns dann auf die nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, was ich jetzt hier mache.